So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play SimCity. Wie versprochen, machen wir direkt an der Stelle, wo wir aufgehört haben, weiter mit unserem Ziel, an einem Tag 100.000 Profit zu machen. Genau. Und Und hoffen und beten und machen und tun, dass es diese Folge endlich mal klappt. das klappt. Wir wollen euch ja auch mal zeigen, dass man erfolgreich SimCity spielen kann. Kommt ja nicht oft vor, klingt komisch, ist aber so. Und naja, mal sehen. Vielleicht klappt ja mal. Wir sind im Plus. Und wir haben wieder halb zwei. Also so wie an dem Vortag auch. Ja, ungefähr, nur da war es, glaube ich, noch ein bisschen später. Da kommen wieder ein paar Leutchens. Sursul, willkommen im Freizeitpark. Sag mal, ist die Musik aus oder höre ich die nicht? Nee, die geht gerade wieder an. Wo willst du denn Ach, jetzt hin? stimmt. Warum läufst du denn hin und her? Geh in den Park und gib Geld aus. Danke. Ja, der ist voll. Ja. Wir könnten noch ein bisschen überfüllen, also da können ruhig noch ein paar reinkommen. Garvey. Mal gucken. Geht rein in den Park! Hey, wer will da meinen Park ausrauben? Polizei! Verbrechen im Gange. Ah, jetzt ist er weg. Wie sieht's denn aus mit Polizei? Mit Polizei. Ein pro Tag begangenes Verbrechen. So. Ich kann mal Und kannst du gucken. mal nach deinen Einnahmen gucken? Ja, die sind heute die ganze Zeit irgendwie so. Ich glaube, dass jetzt schon wieder ein paar Gebäude kaputt sind. Keine Läden oder Parks. Keine Läden oder Parks. Niedrige Grundstückspreise. Oh, sogar mal was anderes. Ja, Haben du wir brauchst keine es auch. Läden? Nee, fast gar nicht. Was ist das denn hier? Straßenupgrade benötigt. Ja, dann mach doch mal. Aber es ist auch nur ein Geschäft, du brauchst da wirklich noch ein bisschen. Du könntest da oben mal noch was. Was war das? Ich glaube, da hatten wir nämlich mal Bodenverschmutzung und hatten deswegen nichts Ah, gemacht. genau, dann kann ich ja mal gucken, ob die Bodenverschmutzung weg ist. Du hattest nicht. Ja, Tada! so gut wie. Da ist noch ein bisschen, aber hier nicht, wo das Gebäude hin soll. Ich glaube, wir hatten hier mal eine Deponie stehen, oder? Ja, genau. So, Natur. Da warst du. Ja, irgendwie wächst da nichts. Naja. Würde ich auch nicht, wenn ich auf dem Scheißerhaufen wachsen müsste. Wobei eigentlich so in Richtung Naturdünger müsstest du doch dann extrem schnell wachsen. So, bringt mir Geld rein. Was sind das hier für welche? Unterwegs zur Touristenattraktion. Gibt es hier noch welche? Ja, wo kann ich denn hier noch eine Attraktion hinbauen, ne? Dazwischen? Ist da noch was? Ja. Ja. Was können wir denn da hinbauen? Ein Karussell? Ja, das passt da wenigstens hin. Ja, Symptome haben wir da hinten, würde ich sagen, Ah, tatsächlich so ein das passt Karussell. auch. Passen jetzt mehr als 2.900 Besucher in den Park? Wahrscheinlich 3.000 Naja, wird zumindest noch nicht angezeigt, ne? Aber jetzt haben wir das Limit auch erreicht. Mehr geht nicht. Wir könnten noch einen Eingang bauen. Brauchen wir aber nicht. Aber ein Riesen-Oschi-Teil jetzt, ne? Der Park? Ja. Ja. Guck mal, wie schön, dass er drüber fährt. In die Eisenbahn hier, ne? Ist das nicht cool? Folgt doch mal von der Eisenbahn. Ja, gleich, wenn die wieder zurückfährt. Hier gibt es einen Grafikbug. Da fehlen die Schienen. Da will ich doch jetzt mal der Eisenbahn folgen und auch über diese schöne Brücke fahren, die du da gebaut hast. Oh, ich kann eine Spielhalle bauen. Das heißt, es wurden nun Gewerbegebiete gerade platziert. Ich spule mal schneller, damit halt Zug kommt. Zug! Das ist die Bahn, die hat halt öfter mal verspätet. Na, na, fährt Heute nicht. nochmal! Ah, da, jetzt schnell pausieren, damit ich sie kriege. So. Oh, tukat, 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 tukat. Die Bahn ist da.
Riesenrad. Was mich daran erinnert, dass bei uns in der Nähe gerade Kirmes ist. Stimmt. Im Moment ist ja Kirmeszeit. Ich liebe Kirmeszeit. Was mich auch daran erinnert, dass ich demnächst mal gebrannte Mandeln selber machen möchte. Weil 200 Gramm für 5 Euro sind übel. Zu teuer. So, mal eben nach den Gewerbegebieten gucken. Ja, da wird gebaut. Ja, da. Also alles untere EK, das brauchen wir. Ja, klingt komisch, ist aber so. Wolltest du da nicht die Straße ausbauen, vor dem einen Gebäude da? Vor diesem habe ich. Ach, hattest du? Das sieht man auch. Wenn du mal hinguckst. Entschuldigung. Siehst du? So mitgekriegt. So wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ja, ist nicht zu wenig Platz. Da musst du halt die anderen Gebäude abreißen. Zap. So. Dadurch hat sich jetzt auch deine Miese ein wenig verringert. Ja, die Frage ist, ob sich auch mein Profit erhöht hier. Guck, jetzt passen auch 3000. Ah ja, stimmt, jetzt passen mehr rein. Ich werde gleich noch einen zweiten Bahnhof bauen. Werde ich hier irgendwie eine Brücke drüber ziehen und da hinten noch einen Bahnhof hinstellen oder so. Dann können mehr Züge fahren. Aber ich baue mir noch so einen deutschen Hochgeschwindigkeitsbahnhof. Aha. Da passen mehr Leute rein. Weil ich muss, glaube ich, irgendwie hinkriegen, dass noch früher noch mehr Leute im Park sind. Ja. Weil irgendwie geht das zu spät hoch mit den Einnahmen, ja, oder? Ja, genau. Es hat am Anfang immer nur so klickerweise Leute da. Wie viel kommen wir jetzt? Haben wir 39.000, 47.000. Wie viel sind das die Stunde? 8.000, ne? Pro Stunde, die ich einnehme. Guck mal, du bist jetzt mit der, bist gar nicht mehr in der Miese. Stimmt. Die Geschäfte haben ein bisschen was reingebracht. Ja, die werden ja noch gebaut. Ah ja, dann ist das irgendein anderes Gebäude, was das reingebracht hat. Aber die kommen ja dann auch gleich noch dazu. Bildung steigt jetzt auch. Sehr schön. Schön. Sehr gut. Nordhausen versorgt uns ja mit Bildung. Wo wir übrigens auch mal wieder hingucken könnten. Ja. In einer der nächsten Folgen. Irgendwann. So viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr in dieser Region, weil wir haben uns überlegt, wir wollen eine neue Region gründen, wenn... jetzt gucke ich in den Himmel. Jetzt wird man nicht melancholisch. Aber ist das nicht eine schöne Aussicht hier? Man sieht... Irgendwo da hinten ist Nordhausen. Ich glaube, da sind so ein paar Schatten zu sehen. Guck mal, die Insel sieht aus wie ein Nippel. Nippel? Da oben? Nein, da, links. Ach, das da. Siehst du? Sieht aus wie ein Nippel. Du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Lach doch mal über meine Scherze. Ich mache hier voll den billigen Scherz. Voll die Nippelwitze. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh yeah. Oh yeah. Oh. So. Ja, das wird aber nichts. Also ich glaube, also wir werden das erhöht haben, aber das reicht noch nicht. Nerv. Aber vielleicht dauert das nur und du musst es einfach mal so ein bisschen walken lassen. Ja, ich verbessere auch immer dabei noch. Ja, das auch. Und es braucht wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen Zeit, um sich selber zu etablieren. Etablieren. Yay. Da haben wir schon mal mehr als... Jetzt kommt ja noch eine Stunde. Wir müssten wir eigentlich bei 87.000 landen, ne? Ja, also es fehlt nicht mehr allzu viel. Vielleicht mit dem nächsten Bahnhof, dass es dann den entscheidenden Kick gibt. Genau, aber das hat auf jeden Fall schon mal sehr viel gebracht. Ich habe da gerade Ständer statt Stände gelesen, komisch. Ein Schelm, der jetzt Böses dabei denkt. Hoho. Drum. 87.000, was habe ich gesagt? So, jetzt baue ich mal hier die Schiene hier außenrum, ne? Ja, die Schiene ist so spei. Irgendwie dahin, so. Oh mein Gott, wie geil. Was ist geil? Wie geil das gerade aussah, dass es übers Wasser geht. Das ist ja wie Jesus. Oh mein Gott. Ich überlege gerade, wie hoch ich das baue, so, ne, reicht. Ein bisschen höher sah schon geil aus, ja. Ja, fandst du? Ja, das sieht total geil aus. So? Ja. Guck mal, wie schön die übers Wasser fahren können. Und dann kommt da irgendwo der Bahnhof hin. Nicht so weit, so genau.
So meinst du, ne? Und dann da unten die Straße ran verbinden. Gut, ne? Auch wie genial ist. Guck mal, warte mal, geh nochmal da in diesen Modus, wo du gerade warst. Hat man da den Mond gesehen? Oh! Romantisch. Jetzt werden wir nicht romantisch hier. Ich will ja keine Blumen, ich hab mir gelbe selber gestern. Das Lustige ist, jetzt gleich mal zu sehen, wie kommen die Fähren da durch. Die fahren einfach durch die Cupola durch. Warte mal, ich muss mal eben pausieren, damit man den Zug sieht. Oh. Ist ja wie hier, wie bei dieser einen Sendung Eisenbahnromantik. Eisenbahnromantik. Jetzt kommt da wieder zurück. Schön. Na, sieht das nicht fein aus? Auch die Wasserspiegelung ist fein. So, ich überspringe mal die Nacht. So, dann müssen wir jetzt auch mehr Züge haben. Ist der Fernhafen denn überhaupt noch auf? Ja. Oh, wird nicht besonders genutzt, aber gut. Weißt du, nicht ich kann ja... Ja, wir haben ja halt gesagt, wir brauchen hier Fährenhäfen in dieser Region, weil wir halt so viel Wasser haben, ne? Wir haben ja hier eigentlich überall Fähren. Ich kann ja mal eben gucken, wie das hier... Aber du könntest doch eigentlich auch... Guck mal hier unser Transportsystem an, was wir hier schon getüftelt haben. Oh ja. Aber könntest du nicht eigentlich da unten die Straße vom Fährenhafen direkt dran machen an den Park? Ach so, du meinst hier noch so runter? Genau, irgendwas. Klar! Das ist der Weg nämlich auch kürzer. Ich kann ja hier so und so. Oh, Zauber. Guck, da ist der Weg nämlich viel kürzer. Können die da so, müssen die da nicht so den großen Bogen machen? Ja, ich will ja eh nicht, dass die Besucher da oben aussteigen. Ich hoffe, das machen sie gleich auch nicht. Nee, nee. Jo, jo, die Brücke wird schon ganz gut benutzt. Dann könntest du das doch da oben, die Straße doch einfach weiter da oben... Auch hier ranschließen. Ja. Ah. Wundervollstens. Bauen wir hier wieder schön geschwungene Straßen, du. Zauberhaft. So, jetzt bin ich ja mal gespannt gleich. Jetzt bin ich fast besänftigt, das ist so schön. Besänftigt, besänftigt. Ich hoffe, wir kriegen das diese Folge hin. Ich kann das jetzt extra schneller laufen. SimCity hätte ja doch seine schön sein. Wer hätte das gedacht? Oh, wir haben Einnahmen. Und wir haben ein verlassenes Industriegebäude. Nicht genügend Abnehmer. Das verstehe ich wieder nicht, warum er einerseits sagt, nicht genug Hersteller von Frachten und andererseits nicht genug Abnehmer. Das ist unlogisch. Ja, ist ja egal. Ich kann ja auch nichts dafür, dass da lauter Leute von Weight Watchers sind. Ah, kommen da die ersten Gäste. Tatsache, 8.25 Uhr. Mausi. Oh, oh, oh. Da kommen noch mehr. Also wenn das jetzt nichts wird. Hervorragend. Stehen sie jetzt schon so früh am Eingang an. Ja, das ist wie bei uns beim Pennymarkt. Stehen sie offensiv schon da. Das sind nicht gerade wenig, die da anstehen. Okay. So, jetzt wie bei den Supermärkten. Ist dir eigentlich morgen schon mal aufgefallen? Dass die da anstehen? Ja, um 7 Uhr macht ja der Laden auf und dann stehen konsequent 10 vor 7 stehen da schon die ersten Leute mit Einkaufswagen. Die ersten reichen. Ja. Boah, ich hoffe, das klappt jetzt. Diesen Erfolg, der ist echt schwer zu bekommen. Welcher Erfolg auch schwer ist zu bekommen? Oh, jetzt ist er auf. Jetzt stürmen sie auch gleich rein. Nee, welcher Erfolg auch schwer ist zu bekommen, ist der Erfolg für diese, oder zumindest dieser Auftrag für diese Gotteshäuser da, wie so und so viele. Ja, von der MK, dass sie da rein sollen, ne? Ja, ja. Ja, der ist äußerst. Jetzt habe ich glaube, da sind ein paar, ja. Nichts kaputt. Ja. Wahrscheinlich, weil der Park offen hat und der dann mehr kostet. Genau. Ich glaube, die Steuern habe ich hier schon recht hoch, 10, 11, 12. Ich könnte hier noch ein bisschen erhöhen und hier und da und hier und da. So, kein Minus mehr. Wo sind das für welche? Die Kasernen werden gebaut, da wird ausgebaut, deswegen. Da ein Haus, ja. Ja gut, ich brauche glaube ich auch ein paar. Ja, ich habe nicht so viele Arbeitslose. Arbeitslose.
unsere Arbeit. Ah, guck mal, 13 Uhr. Jetzt haben wir schon 11.000. Ja, das wird was, das wird was. Ja, auf jeden Fall. Ist ja schon gespannt wie ein Flitzebogen, oder? Ja, wenn ich jetzt diesen Erfolg kriege, dann ist der Sonntag gerettet. Super. Muss gleich nur noch meinen Kuchen schmecken. Der schmeckt schon, der schmeckt immer bei dir. Oh, du hast selten so was Schönes gesagt. Das stimmt nicht. Ich sage jeden Tag schöne Sachen zu dir, aber auch viele fiese Sachen. Ja. Das gehört dazu. Die fiesen Sachen sind fast so, dass sie die lieben Sachen übertünchen. Man muss ja nicht nur rumschleimen wie Edward in Twilight, das ist ja eben widerlich. Hallo? Dann schleim wenigstens so rum wie er in Warm Bodies. Warm Bodies ist ein cooler Film. Der ist so schön. Den haben wir uns letztens auf Blu-ray gekauft. Das ist so ein toller Film. So ein richtig schöner Liebes-Zombie-Film, aber ohne zu kitschig zu sein. Also der ist nicht so übertrieben. Deswegen irgendwie so voll schön. Was machst du da? Guckst du etwa näher? Darf ich das nicht? Oh, 34.000. Kommt, Leute. Kommt, macht den Papa glücklich. Gib dir Geld aus. Was willst du jetzt? Jetzt habe ich einen Knutscher auf die Backe gekriegt, ey. Schon wieder zu viel rumgeschleimt. Ja. Männer. Oder wie war jetzt unser Slogan? Hä? Männlicher Stolz und weibliche Intuition? Ja. Was übrigens nicht bedeutet, dass das eine das andere ausschließt. 20 Uhr, 4 Stunden noch. Ja. Oh, es ist schon überfüllt. Oh ja. Oho. Komm mal, Senorita. Jetzt haben wir schon mehr als den Vortag. Jetzt habe ich mich gerade fast gemault. Ja, das wäre es, wenn du jetzt hier vor Freude vom Stuhl fällst. Jetzt fange ich schon an zu grunzen. Oh, oh. Los. Lalalala. Oh! Oh, das wird doch an! Boah. Schnappatmung! Schnappatmung! Ey, wehe, du raubst jetzt hier mal Geld weg. Ja! 100.000! Wo ist mein Erfolg? Tada! Du hast es geschafft. Ey! Ein erfolgreiches Park gebaut. Yippie! Wieder ein Erfolg mehr auf dem Konto. Ja! 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 Das freut sich auch. Ja! Lilly, wir haben den Erfolg. Wow! Und 4 kaputte Gebäude. Bisschen schmutzig ist immer. Sehr schön, dann haben wir das ja geschafft. Dann hat sich das ja gelohnt, die letzten Folgen hier, den Park nochmal umzubauen, zusätzliche Züge. Ja. Und das, obwohl wir so lange Gehwege im Prinzip haben. Ja, man kann SimCity also auch erfolgreich spielen. Jo. Hätte ich ja nicht gedacht. Und der fährt nachts tatsächlich auch die Kosten vom Park runter, ne? Jetzt haben wir hier wieder so viele Eimer. Interessant. Interesting. So, dann gucken wir mal, wo du nächste Folge weitermachst. Möchtest du den Airport weiterbauen oder möchtest du Betasteg weiterbauen? Oder was möchtest du dann machen? Ich würde gerne nach Server, weil dann kann ich nämlich den Flughafen weiterbauen. Den internationalen. Ja, ich guck mal gerade, wie weit er ist. Oh. Und es wäre schön, wenn man den dann mal so fertig bauen könnte. Ja. Vielleicht kann ich ja auch noch irgendwie unterstützen von einer anderen Stadt, mal sehen. Genau. Wir wechseln uns ja mal ab. Dass wir den noch vorm Add-on fertig bekommen, das wäre ganz geil. So,
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Denn wir sind jetzt voll auf der Erfolgslinie. Genau. Wir gehen jetzt erstmal feiern. Genau, wir gehen heute Abend einsaufen, weil wir endlich den Freizeitpark erfolgreich zum Halten gemacht haben. Du stellst uns immer als Trinker da. Nein, wir gehen eigentlich gar nicht so. Ja, wir stoßen gleich mit einem Mate-Tee drauf. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.